Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Wir haben gerade 2 Uhr in der Nacht. Keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist. Meine beste Freundin ist heute 18 geworden und ich habe gerade mit ihr reingefeiert, also per FaceTime bzw. Hausparty. Wie ihr ja alle mitbekommen habt, ist zurzeit so ein bisschen die Corona-Krise. Und deswegen findet ja auch der Unterricht im Klassenzimmer bei uns auf jeden Fall in Bayern nicht statt. Aber ich habe Online-Unterricht. Und da sich das so viele gewünscht haben, dass ich da mal einfach einen Tag mitfilme und ich morgen eh eigentlich einen recht vollen Tag habe, dachte ich mir, okay, why not? Genau, ich nehme euch also morgen mit. Ich kann euch mal so grob meinen Plan für morgen sagen. Ich muss da nur kurz aufmachen. Also ich muss kurz online gucken, was für Stunden wir morgen überhaupt haben. Also heute. Also ich habe in der ersten Stunde Wirtschaft, dann in der dritten und vierten Stunde Englisch und fünfte und sechste Stunde Mathe. Oh, es geht wieder. Okay, sorry, jetzt ist das Licht besser. Ich mache mir abends immer so eine Liste, was ich alles machen möchte am nächsten Tag. Und ich mache die jetzt mal mit euch gemeinsam. Was ist morgen, beziehungsweise heute? 25. März. Das sind also meine To-Dos für morgen. Und ich hoffe, dass ich weit komme und dass ich produktiv bin. Ich hoffe's. Ich habe morgen also um 8 Uhr den ersten Unterricht. Das heißt, ich stehe um 7:30 auf. Mann. Wenn es spät wird und ich müde bin, dann bekommt man immer bei mir den Eindruck, dass ich hart besoffen bin. Kurze Sache noch. Ich denke, ich muss jetzt hier Werbung hinschreiben oder so. I don't know. Aber ihr könnt mal den ersten Link in meiner Beschreibung auschecken. Und zwar habe ich einen eigenen Schülerkalender ab Mitte April oder Ende April, glaube ich, ist er erhältlich. Und ihr könnt ihn jetzt schon vorbestellen. Ich habe euch jetzt mal zum Beispiel den Link von Thalia reingemacht, aber bei jeder Buchhandlung ist er erhältlich online. Also holt ihn euch, wenn ihr Bock habt. Da sind richtig coole Sachen drin. Ich habe extra gesagt, wir sollen ganz viel so Doku reinmachen, weil ich so Doku liebe im Unterricht. Psst. Also inzwischen mache ich es nicht mehr so. 12. Klasse habe ich es echt noch kein einziges Mal gemacht. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich brauche den Schlaf langsam mal. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Guten Morgen. Wir haben kurz vor 8 und ich muss jetzt aufstehen, weil ich jetzt Wirtschaft habe. Ich bin so müde. Okay, nachdem ich dann auch endlich mal aufgestanden bin, bin ich in die Küche und es war so kalt in der Früh. Mir ist immer richtig kalt in der Früh, ist richtig schlimm. Dann habe ich mir erstmal so Bananensaft eingeschenkt, den trinke ich eigentlich nie, aber war gerade da. Ja, dann in mein Chiller-Outfit. Zu Hause gebe ich mir echt keine Mühe für mein Outfit. dann habe ich noch meine Lichterkette angemacht, weil ich das irgendwie immer anhabe. So, dafür habe ich halt kein richtiges Licht an, sondern immer nur meine Lichterkette und mein Schreibtischlicht. Und dann habe ich mich auch schon eingeloggt, um meine erste Stunde zu besuchen oder wie man das nennt. Ja, genau. Ich zeige euch mal, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist. Also ich darf natürlich jetzt keine Daten zeigen und vor allem keine Personen und keine Namen. Aber I try my best. Also jetzt hier zum Beispiel ist uns gerade ein Arbeitsblatt eingeblendet worden. Da stehen so unsere ganzen Namen, so jeder, der halt da ist. Und da in der Ecke ist halt unser Lehrer. Falls es jetzt irgendjemand sehen sollte, aus meiner Schule oder so, pass echt auf, ich schwöre. Aber 8 Uhr ist zu früh. Ich weiß nicht, wie ich das vor kurzem noch gemacht habe, dass ich um 7 schon aus dem Haus bin. Also, mein Plan für jetzt, also ich habe noch eine Stunde Zeit ungefähr. Ja, eine Dreiviertelstunde, I don't know. Mein Plan ist, dass ich jetzt kurz ein paar Übungen mache, die eventuell noch zu machen waren und ich eventuell vergessen habe zu machen. Die mache ich jetzt noch. Und dann hoffe ich die ganze Zeit auf eine E-Mail, die ich dringend brauche für eine Abgabe am Freitag. Und ich bekomme richtig Panik. Die ist nicht da. Ich denke mal, ich muss nicht erklären, warum ich jetzt nicht so viel von meinem Bildschirm abfilme, weil ich halt auch gewisse Regeln beachten muss zum Thema Datenschutz und solche Sachen. Ich habe auch gelernt.
habe auch gelernt, dass ich keine Hefteinträge zeigen sollte. Was ich jetzt auch nicht mache. Ich gebe mein Bestes. Also bis 13 Uhr habe ich... Ich habe mir so ein Locher bestellt auf Amazon vor ein paar Tagen. Und da ist so eine eklige Pampe drin. Seht ihr das da? Boah, ich zeige euch das jetzt nicht. Das ist echt eklig. Ich wäre jetzt meine Katze und könnte mich einfach so hinlegen. Ich gehe jetzt in meine nächste Stunde. Also wir bekommen immer so einen Link. Den kopiere ich. Und den gebe ich dann einfach in der Google-Suchleiste wieder ein. Dann geht sowas auf. Und dann warte ich, bis der Teilnehmer kommt. Yay. Genau, und in der Zeit, wo ich gewartet habe, bis der Unterricht dann losgeht, habe ich nochmal so ein paar Hausaufgaben gemacht, die ich eventuell vergessen habe zu machen. Und damit ich dann vorbereitet bin, habe ich das noch gemacht. Das klingt wie so ein richtig schlauer Schüler, was ich jetzt nicht unbedingt bin. auf jeden Fall, genau, da habe ich mich dann während Mathe gefilmt. Man sieht, ich glaube, die Verzweiflung ziemlich gut in meinem Gesicht, weil ich wirklich, keine Ahnung, ich war so raus. Und währenddessen habe ich dann noch ein bisschen gefacetimed und wir haben uns das so ein bisschen gegenseitig erklärt, mehr oder weniger. Und ja, dann habe ich meine To-Do-List abgehakt. Yay, volles coole Gefühl. Und dann habe ich mir Essen gemacht und dann habe ich mich eigentlich fertig gemacht für mein Fachreferat. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, ich sitze jetzt schon seit längerer Zeit an meinem Fachreferat und bin die ganze Zeit schon am Schreiben und Recherchieren und alles Mögliche. Ich esse auch gerade nicht so ganz gesund. Aber pst. Ich warte immer noch auf eine Mail und das stresst mich so hart. Ich habe morgen übrigens Bewerbungsgespräch für eine Hochschule. Das heißt, ich habe mich noch mal ein bisschen drauf vorbereitet, beziehungsweise werde mich noch drauf vorbereiten. Genau, und ich denke, ich werde euch morgen auch wieder mitnehmen, also so zwei Tage. Morgen habe ich, glaube ich, nur Informatik und Deutsch. Ja, ich glaube, das ist alles. So, wir haben jetzt Tag 2. Ich werde das so die nächsten, also morgen werde ich auch noch ein bisschen filmen. Ich hatte heute in der Früh schon Informatik, aber da war ich zu müde. Jetzt habe ich Deutsch und lege jetzt auch gleich die Kamera weg und so. Aber ja. Genau, und dann hatte ich die letzte Stunde für Donnerstag. Ich glaube, das war Deutsch. Ja, genau, es war Deutsch. Es war eine echt coole Stunde. Ich musste auch irgendwie voll oft lachen. Ich weiß nicht mehr warum, aber war auf jeden Fall echt cool und hat Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich ganz viel für mein Fachreferat gemacht. Ich habe bis 3 Uhr in der Nacht das Ganze fertig gemacht. Ich sag's euch, ich war wirklich fix und fertig. Und dann habe ich auch noch ein bisschen, keine Ahnung, Meditation gemacht. Dann habe ich erstmal nochmal Essen geholt, weil ich musste mich ein bisschen motivieren. Oh, ja. Und dann will ich jetzt hier gerade ein bisschen flexen, mit wie viel ich gemacht habe für mein Fachreferat. Also, was ich an einem Tag gemacht habe, also guckt das sehr gerne an. Ich war sehr stolz. Genau. Meine Mutter hat mir gerade Essen gebracht, weil eigentlich esse ich immer mit meinen Eltern, aber ich bin halt gerade so krass beschäftigt mit meinem Referat, dass ich jetzt in meinem Zimmer esse. Ich war wirklich gestresst und ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so gestresst. Ich habe auch kaum was gegessen, aber... Ey, ich habe es abgegeben. Ob es jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es abgegeben. Es ist fertig. Ich habe meine Präsentation fertig. Und ich kann in Ruhe schlafen gehen. Yay! So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bussi!